Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. Ich lasse mal den Novak Solo Level 5, das ist 30 Sekunden pro Zug, laut Wiki, Schachcomputer Wiki, gegen Mephisto 3 Level A3. So, guck mal hinstellen. Ich schreibe die Partie auch auf 4. Das heißt, das mache ich deswegen, nicht weil die Partie zu wichtig ist, sondern sagen wir es mal so, weil ich sonst immer durcheinander gerate. Dann kommen Stellungen plötzlich zustande mit Zügen, die nicht angenommen werden, weil Türme gar nicht auf der Position stehen und ich andere Züge gemacht habe und so weiter und so fort. Deswegen schreibe ich die Partie jetzt auf, in der Hoffnung, damit das besser zu machen. So. Wie lasse ich ihn denn ziehen hier? Das ist auch eine blöde Beschriftung, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich kann die Schrift nicht lesen. Das ist einfach zu klein. Graue Schrift auf grauem Grund. Was ist das denn für eine Idee? Der hätte doch weiß genommen. Das ist eine ganz merkwürdige Idee, ist das, muss ich ehrlich sagen. Die kann man nicht so. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie, könnte ich mir so vorstellen, dass, wenn es damals schon ging, ich weiß es nicht, dass das Ding eingefärbt wurde. Und da wohl mit dem Laser, wo das U von Novak ist auch rot. Sonst hätte ich gesagt, mit dem Laser wurde das dann bearbeitet, dass dann quasi, das ein bisschen heller wirkt, diese Schrift. Deswegen kriegt er zur Strafe da, Mephisto auch weiß hier. Start drücken wäre auch nicht schlecht. E2, E4 aufschreiben. E4. E2, E4. D5. Ja, D5 skandinavisch, das ist immer ein Indiz dafür, dass er keine Theorie mehr hat oder häufig. D7, D5. E4, D5. Ich will damit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bei mir generieren. E4, D5. Man merkt schon, er muss schon rechnen. Das ist, er hat ja wahrscheinlich keine Theorie. Deswegen spielt er skandinavisch. Also kann man nicht davon ausgehen, dass er noch richtig spielen wird. Dame D5 schlägt. D8, D5. Springer C3. Ich habe ja genug Partieformulare. B1, C3. Nur vom SK Ecker noch ein Partieformular. Schachclub Ekan 60. Ja, ich habe viele Nostalgie an diesem Verein. Das ist, ich war Anfang der 80er, bin ich in den Verein reingegangen. Ich habe vorher schon eine Zeit lang Schach gespielt. Ich hatte das mal von meinem Bruder kennengelernt, das Schachspiel. D5, E5 Schach, Dame E5 Schach. Aufschreiben, nicht Kuli rumrollen, aufschreiben. D5, E5. So, das hat ja nicht mal in der Theorie, aber da gibt es ja alle möglichen Sachen. Dame D6, Dame E6, Dame D8. Ja, Dame C5 vermutlich nicht unbedingt. Was vielleicht interessant sein soll, soll nicht Springer C3 zu ziehen mit Weiß, sondern Springer F3. Manche, die wirken D1, E2. Okay. Kann die Dame nicht schnell genug tauschen? D1, E2. Ich weiß nicht mal, wie die Partien liefen. Auf jeden Fall habe ich mir in den ersten Partien, die ersten Schachpartien, die ich überhaupt je gespielt habe. Da habe ich gegen meinen Bruder gespielt und der hat mir alle Figuren weggenommen. Bis auf den blanken König, bis ich matt wurde. Ich glaube, ich war verlustresistenter als er. Weil umgekehrten B8, C6, Springer C6. B8, C6. Ja, andersrum. Als ich dann eben die Partie gewonnen habe, hat er sofort aufgehört. Vielleicht hätte ich mich etwas zu sehr gefreut. Kann ja auch sein. Vielleicht dachte er, wäre einfach nur intelligenter und hätte Schach mit
gedacht, oder Schach hat was mit Intelligenz zu tun. Ich habe mich immer, er hat wohl einen Zug gemacht, ich habe mich total gefreut, habe die Figur weggenommen, einzügig. Das hat sich so geärgert. C3B5, Springer B5. B5. Hat der Figuren dann so zusammengeschoben. Dann war die Partie, das Schach beendet. Er hatte keine Lust mehr. Was soll man sagen? Man ist die Summe seiner Erfahrungen. So könnte man es vielleicht sagen. Wenn man genau ist. Ja, droht Dame E5, Springer E5, Springer C7. Das ist das Problem. Was macht man dagegen? Entweder Dame D6. Was willst du machen? König D8 ist, glaube ich, eine erzwungene Konsequenz, früher oder später. F6, auch geil. Natürlich einfach Dame E5, Bauer E5, Springer E5, whatever, Springer C7. Ich glaube, König D8 war schon... musste schon gezogen werden. E2, E5. Achtung, Aufschrei. E2, E5. So ist das in allen Dingen. Man ist die Summe seiner Erfahrung. Man lernt ja immer mehr dazu. Wird dann immer schlauer. Ich habe gestern mir so einen Zeitschaltuhr geholt, habe mir hinterher auch gedacht, bist du doof. Warum immer so kompliziert kaufen? Da waren Zeitschaltuhren dabei, F6, E5, Lippo, aufschreiben. Da war noch so ganz einfach, da war so ein Drehschalter, aber einfach so gedreht, bis die Zeit, die man haben wollte, und dann, wenn die abgelaufen war, ging das Ding aus. Ich musste natürlich mit Display und Tasten und allem möglichen haben. Jetzt muss ich mir erstmal da reindenken, wie das ist hier mit dem Countdown-Modus. B5, C7. Ich muss natürlich immer das Kompliziertere haben. B5, C7. E8, D8. Aufschreiben. E8, D. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, weil die Partie so spannend ist, sondern damit der blöde Lippo nicht durcheinander kommt alle 2 Minuten oder alle 5 Züge. Springer A8 schlägt. C7, A8. Vielleicht denke ich mir noch rein in das Teil, kann ja auch sein. C8, F5. C8, F5. Ja, die Chance ist zumindest groß, dass der Läufer, der Springer da nicht mal rauskommt von A8. Es dauert ja noch seine Zeit. Läufer D3, auch geiler Zug. Läufer D3 aufschreiben. F1, D3. C6, D4. Springer D4. Hallo. Gehirn anschalten ist auch nicht schlecht. D4. Habe ich eigentlich was an der Waffe? Ich mache hier Springer B4. Er steht hier aber Springer D4. Meine Güte. C6, D4. Ich muss nur abschreiben, was da steht. Ich verstehe mich nicht. Ich habe aufgeschrieben Springer D4. Lese Springer D4. Wir machen Springer B4, was totaler Quatsch ist, weil der Läufer verhängt. Jesus. Trink doch einen Schluck. Oder Schalter gehen jetzt endgültig ein. Läufer F5 schlägt. D3, F5. Muss einfach nur ablesen. Jesus. Meine Güte, ich glaube, ich habe irgendwie... Ich mache schon mal D4, F5.
So, Springer F5. Dann läuft Springer F3. D4 F5. Konfirmt. Springer F3. G1 F3. Man lernt ja mit der Zeit immer mehr dazu. E5, E4. Wir ziehen ganz schnell, ganz lautlos. Hallo! E5, E4. Go for it. Springer G5, dass sie zwischendurch immer so schnell ziehen. F3, G5. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass ich sonntags immer so ein bisschen zum Hirn abschalten neige. Quasi in den totalen Entspannungsmodus gehe. F5, D6. Oh, deckt sogar beides. Springer D6. F5, D6. G5, E6. G5, E6. D8, E8. Mich wundert, dass sie so schnell ziehen. D8, E8. Rochade. E1, G1. Der Solo soll angeblich 30 Sekunden pro Zug machen, zieht aber auch dauernd sofort. Auf Level 5. Und der Mephisto 2 soll eigentlich mit 20 Sekunden pro Zug machen, zieht er auch komischerweise immer sofort. D6 F5. Knight F5. Springer F5. D6 F5. Weil der hat der Grundlevel, also Level 3 ist prinzipiell von Grund auf eingestellt. Der Mephisto 2. Jetzt rechnet er wohl mal ein bisschen. Meine Güte. A8, C7. Springer AC7. Schach. A8, C7. Jetzt ernsthaft? Na gut, da greift er auch den Springer an. E8, D7, König D7. E8, D7, F3, F2, F3. Die spielen ja fast so eine Blitzpartie hier, also für deren Verhältnisse zumindest. Meine Güte. Auch dieser Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Tanz die ausführen. Lernt Tanz nimmer mehr. Auch so ein totaler Quatschspruch. Das Problem ist, ich bin ja nur am Ausführen hier. Weil die, ich weiß auch nicht, warum die es schnell ziehen. E4, F3. Willst du nicht sofort ziehen? Also damals gab es zum Beispiel auch kein YouTube. Und jetzt mache ich YouTube-Videos. Wie soll ich das als Hänschen gelernt haben, wenn es das gar nicht gab zu dem Zeitpunkt? Schon das Problem hier. Vielleicht sind das einfach so Sprüche von Leuten, die auf der Stelle stehen. F1, F3, Turm, F3 schlägt. F1, F3. Mich wundert auch, dass er Solo so schnell zieht ab und zu. Ich denke 30 Sekunden pro Zug. Was ist los hier? G8, H6 entwickelt meine Figur. Auch nicht schlecht. G8. Wo ist das A, Lipo? Wo ist das A? In der Suppe oder was auch immer? Go for it. G4, zack. G2, G4. Ja, der Springer von F5 kann ich ziehen, weil sonst der Läufer, der Springer F8, König C7, würde also noch gehen.
H6G4, okay. Springer G4. Da ein bisschen horniger schreiben. Da möchte man, dass ich doch mal irgendwann nochmal nachspielen. H6G4. F3, F5. Let's play rapid. F3, F5. So. Ich glaube, wenn heutzutage Leute in Rente gehen, vielleicht sollten die überlegen, für welches Hobby oder welche Beschäftigung jetzt außer Saufen, Kneipe gehen oder sowas, für welche Beschäftigung die G4, F6, das ist ja geil. Springer F6. G4, F6. Natürlich wird sofort gezogen. Wer denkt schon nach hier? Der denkt schon nach, genau. D4. D2, D4. Vielleicht sollte man überlegen, welches Hobby man damals zu dem Zeitpunkt hatte. Ja gut, ich bin jetzt nicht in Rente gegangen. Ich habe einfach... Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Man hätte damals sich mit Schachcomputern beschäftigt oder welche besessen. G7, G6. Also ein Mädchen, das müsste auf den Sack sofort ziehen. F5, F2. Meinetwegen, oder Homecomputer, wenn man damals Homecomputer hatte. C64, was weiß ich, Atari, schlag mich tot. Vielleicht dann dieses Hobby vielleicht wieder aufnehmen. König C6. Ja genau. D7, C6, Start. Oh, er rechnet! Das ist ja fantastisch. Kann er das wirklich? Ich weiß aber nicht, inwieweit das mit den Originalcomputern noch funktionieren würde. Mit Amiga oder sowas. Inwieweit die noch funktionieren dann. Oder wie lange die noch funktionieren. Man sollte beim Amiga auf jeden Fall diese Speicherbatterie rausnehmen und gar keine mal reinmachen. Wenn er noch funktioniert. Oder C64 Maxi holen. Da muss man aber irgendwie das schaffen. Master Boot Record oder was das ist. Ich weiß nicht mal, auf welches Format man diesen USB-Stick formatieren muss, um da Spiele drauf machen zu können. Läufer G5. C1, G5. Oder was auch immer man für ein Hobby damals hatte. Dass man das wieder aufleben lässt. Statt im Alter dann anzufangen, die Wände anzustarren. H5. H7, H5. Man muss sich dann eine Beschäftigung suchen im Alter. Das ist natürlich problematisch und nicht einfach, wenn man sein ganzes Leben so viel gearbeitet hat, dass man gar keine Zeit hatte. Das ist natürlich auch heutzutage so, dass man hat. Das habe ich letztens für ein Video gesehen. Leute, die ein Leben lang gearbeitet haben, kriegen 800 Euro Rente im Monat. Und Politiker, der 4 Jahre gearbeitet hat, kriegt 1000 Euro. Da fragt man sich doch unwiderruflich, was ist denn, wenn er jetzt 8 Jahre gearbeitet hätte? Der wird jetzt 2000 Euro Rente im Monat kriegen? Auch ganz komisch. So ist es in diesem Land. Da darf man bloß nicht zu viel denken. Ich glaube, wenn ich jetzt meinetwegen rein theoretisch würde 10 Millionen gewinnen im Lotto, glaube ich, würde dann tatsächlich auswandern. Meinetwegen nach Kanada. Dann soll sie meinetwegen 50.000 Euro kriegen, dass ich da einwandern kann. Also wenn ich Multimillionär wäre, wäre ich schon lange weg. Deswegen verstehe ich das auch, wenn manche Leute auswandern. So, der Mephisto 2 rechnet tatsächlich mal etwas länger. Er lässt sich Zeit für diese Position. Ja gut, er hat einfach schon eine Figur mehr. Läufer F6, Bauer F6, Turm F6 ist zum Beispiel possible. Das Ding ist wohl gelaufen hier. Die Frage ist natürlich nicht, ob es gewonnen ist, sondern ob der Mephisto 2 das gewinnen kann. Aber das ist doch total gewonnen. Guck, dass jetzt, wo er eine totgewonnene Stellung hat, das große Rechnen anfängt hier.
Übrigens, danke nochmal an den Steffen, der mir den ja geschickt hat zum Tausch gegen MM2. Ich habe dann den Solo auch noch dabei gegeben. Vielen Dank dafür, es ist ein wunderschönes Gerät. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Mephisto MM2. Der kam auch immer durcheinander mit dem Eintippen hier. Das ist ein bisschen sperrig zu bedienen. Es gibt ja keine Infotaste. Dass man Info drückt, dann zeigt er den Zug an. Dann Pfeil nach rechts, dann zeigt er immer die nächsten Züge an, die eine Variante drin hat. Oder Info B2, dann zeigt er die Bewertung an. Wenn man dann Pfeil rechts macht, dann macht man wegen für Schachgebote oder Mats oder Mattansagen oder sowas. Und Info B2 müssten die Zeiten sein. Und Info C3 ist, bei MM1 zum Beispiel, dann zeigt er die Rechentiefen und sowas an. Das kann man, hier muss man schon, wenn man schwarz hat, auf SW drücken und dann auf Left für die Rechentiefe und SW und List für den Zug, den er gerade berechnet. Das ist ein bisschen sperrig. Da muss man schon sehr viel Nostalgie haben und ich würde mal sagen, ich breche die Partie hiermit ab. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe jetzt auch nicht das Potenzial beim Solo, dass er jetzt Besserung antritt. Habe ich den Zug nicht eingegeben? Also, habe ich errechnet. Egal, ich lass uns 1-0 machen, sonst dauert das einfach zu lange hier. Damit gewinnt der Mephisto 2 die Partie. Ich weiß nicht, warum man sie so lange rumrechnet hier. G5, F6 macht er. So, Weiß gewinnt gegen Novak Solo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.